Beim Einsturz mehrerer Häuser in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Da noch mehrere Bewohner vermisst werden, befürchtet die Regierung sogar bis zu 8 Todesopfer. Was jetzt wichtig ist, ist Schnelligkeit. Schnelligkeit, um Leben zu retten, solange noch Hoffnung besteht. Unsere Rettungskräfte setzen alles daran, Leben zu retten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sichert den Betroffenen die Solidarität der gesamten Nation zu. Zugleich wird scharfe Kritik an den Behörden laut, weil viele Gebäude in Marseille bekannterweise in schlechtem Zustand sind. Die Stadtverwaltung sieht das Unglück dagegen im Zusammenhang mit den jüngsten Unwettern in der Region.